Ja, willkommen zu einer weiteren Runde Age of Wonders 3. Heute mal 3 vs. 3 online im Koop. Ich hoffe auf ein intensives Multiplayer-Erlebnis und wünsche euch viel Spaß. So. Oha, ein Dungeon. Legendär oder? Episch. Episch, oder? Ich weiß gar nicht, also episch jetzt, was, weißt du eigentlich, was wie die Reihenfolge ist? Ob episch, legendär und. Mystisch gibt's ja auch noch, ne? Ja, ich gucke das Mystisch ist jetzt. das Höchste. Ich guck mal hier. Ich guck mal auch im Buch der Wunder hier. Da irgendwas zu steht. Also im Buch der Wunder finde ich gerade nix. Ich auch nicht. Jetzt kannst du noch nicht mal den Loot mitnehmen. Noch nicht. Doch, eine Einhornpatrone. Kannst jetzt bloß nicht mitnehmen, oder was? Nö, aber ich könnte da hinreiten, was? Oder wenn er wieder da ist. Ich habe gerade Gibt es noch was? mit meiner Aufklärungsdrohne fast 300 Gold eingesammelt. Oh, ist so geil. In einer Runde. Aber ist ja cool, dass sie so fliegen kann, ne? ja. Und Range. Was ist denn für ein Böse, oder? Nö, nö.
wie nennt sich das? Scorched Earth Race or Plunder the Town. Achso. Weiß eine Stadt oder Plünder eine Stadt. Achso. So. So, drei Runden musste man warten, bis der Held wiederkommt. Ne? Steht es unten, unten links, ist eingeblendet. Ach ja. Ah, da kommt Bassis Drohne wieder. Wer lesen kann, das regelmäßig im Vorteil. Ne? Oh, oh, guck mal, die ganzen. Unten. Oha, Stufe 4. Und daneben ist noch ein Draconia Raptor. Na gut, das ist egal, aber. Ja, unabhängig, ja. Heftig. Ja, muss ich mich vorsehen, ja. So, könnte ich jetzt den Prediger machen. Danach kommt der Auserwählte. Nächstes Achievement. Hast du auch schon Talent Scout? Das ja. Ja. Wusste ich gar nicht, dass es so was gibt. Hm. So. Ah, lass sie laufen, sehr gut. Okay, mein Hauptheld. Fällt erst in 22 Runden wieder. Hm, Quatsch. Steht hier, Runde. Ah ne, Runde 22. Ups. Ja. Lesen kann es regelmäßig. Wollte schon sagen, 22 Runden ist ein bisschen heftig. Ja, so, Kreuzritter, wo seid ihr? Hochelfen, Kreuzritter. Richtig. Weiter geht's hier. Sag mal, stimmt. Galdesh ist zu einer Kleinstadt herangewachsen. Was Galdesh ist? Ui. Na, warum sich die Titanen hin bewegt, Basti? Hast du das gesehen? Oh, nein, nee, ich leider nicht. Ich hab nicht geachtet. Ich nicht zu meiner Stadt, ey. Ist das hier stark? Also, wir schaffen. Da ist episch und da ist der Turm. Na egal, erstmal den Turm einnehmen. Ich glaub, da steht nichts Dickes vor. Ja, Kindergarten. So, nächsten Turm eingenommen. Machen wir noch ein kleines Kakaoschen. Jo, bis gleich. Na, die erste Stunde des Videos ist verkackt, ne? Wieso? Na, die falsche Auflösung drin. Ich hatte die Auflösung von Möbius vorhin noch drin. Ja. Dadurch hast du nicht alles gesehen. Hat halt einiges gefehlt. Ja. Naja, was soll's. BB! THX! NP! Das kann man ewig weiterführen.
Jetzt ist mal langsam gut hier. Oh, ist doch mal gut. Junge. Thorsten, dein Held braucht doch nur 22 Runden, bis er wiederkommt. Ey, ehrenes Mensch. War ein wenig geschockt. Ich darf noch. Boah, ey. Boah, du bist da hin. Dann erkläre ich dir nämlich mit Basti noch den Krieg, weil deine Held erst in 22 Runden zurückkommen, dann nehmen wir deine Hauptstadt ein und dann kannst du zugucken. Oh oh. Was macht der Todi da? Tschüss, Held! Thorsten, okay. Brauchst deine Helden nicht. Ja, nicht drauf geachtet. Dass die auch noch. Vor allem, du bist ja auch an denen vorbeigelaufen und du wurdest angegriffen. Ja, die hatten einen Erstschlag, das war das Problem. Nee, weil du an denen vorbeigeritten bist. Richtig. Wenn du zu dicht an den Gegnern vorbeireitest, dann schlagen sie einmal zu. Da ist so ein roter Pfeil, der nämlich gekennzeichnet. Ja, ich weiß, die habe ich aber übersehen gehabt. Das meinte ich ja nochmal. So. Ja, nee, nichts verzeihen hier. Nein. Das ist nur ein Spiel. Helden kommen da ja noch genug. Helden kommen und gehen. Der Chakor Sierra kommt und geht. Und mal ist er da, mal ist er weg. Oh, Drachenfeld. Ich mein Reich breitet sich aus. Reite dich aus. Ich reite dich aus. Das Ferkel. Ach, meine Kreuzritter sind da. Oder mal Zeit. Benötigt? Nee, können wir da. Nicht da so, mal einen kleinen Camp. Schatzfort, Schatzfund episch. Oha, was ist das denn hier für eine? Mal los. Bist du in einem Dungeon? Ja, das gleiche Gegner, die du eben hattest. Todesalp. Oh, Todesalp sind geil. Nee, nicht den gleichen. Du hast noch einen scheiß Vogel dabei. Ah, stimmt. Arsvogel. Hier, ich weiß jetzt, übrigens, warum mein Arsvogel immer in der Moralrunden war, Dicken. Na? Der Arsvogel hat Attribut dem Bösen verschrieben. Ach so, alles klar. So. Ja, weißt du, was das heißt? Ja, das ist, wenn du deine, dich auf die böse Seite verschlägst und immer die bösen Punkte sammelst, dann bist du ja nicht gut, ne? Und du warst wahrscheinlich. Was? Sehr gut erkannt. Ja, und du warst wahrscheinlich, hast immer gut gelevelt, ne? Richtig, genau. Den Bösen verschrieben heißt einfach, wenn er ist mit meiner Führung nicht einverstanden. Also, ich war gut, er war böse, deswegen genau. War seine Moral unten. Alles klar. Deswegen war er auch abtrünnig. Genau. Na komm, einmal könnt ihr noch schießen. Na, okay, nochmal. So, schießen wir hier nochmal. Wolken nicht. Hoch ist eine Türe. Oha, da hat er aber gut zugehauen. Wo sind die Märtyrer da hinten? Schmeißen wir einmal mit Steinen hier. Ich finde die Level 5 oder die 5er Fähigkeit finde ich sehr gut, ein Märtyrer. Schmerz absorbieren. Dass du verbindest dich meinetwegen mit deinen Zauberern, was? Jeden Schaden, den deine Zauberer kriegen, nehmen die in Kauf. Hm. Das ist schlecht. Das ist geil, auf jeden Fall. Ah, außer Reichweite. Nein, no, no. Die können ich. So, was kann der Held noch machen? Nicht. Warte mal doch, ich kann mal meinen Zauber machen hier. Gucken, ob er es durchhält. Oha. Untot. Und die Türe sind geil und so mit den blauen Augen, ey, das ist schon geil. Ah ja, was? Ja. Also irgendwo stylisch. Schlechte Moral, okay. Ich guck grad mal warum. Einheit ist auf verhasstem Gelände. Ach so. Was auch immer das heißt.
Hm, wieso haben sie jetzt nur einmal geschossen? Weil er so dicht ist, oder was? Das ist ein Quatsch. Keine Ahnung. Fehler in der Matrix. Direkt tot. Das sind halt alles noch Stufe 1 Einheiten, ne? Ja. Richtig. Guck mal mit deinem Katzengejaul, ey. Ich? Nein! Thorsten mit seinem komischen Katzengekratzer da. So. Was? Ich welche Katze kratze? Ich kratze keine Katzen. Jetzt guckst du. Jetzt guckst du! So. Und Kabuff, tot. Schatzfund episch, na was ist denn? Du kriegst auch so einen Einhorn. Ich hoffe mal nicht. Einhorn habe ich schon so oft. Einhorn habe ich schon so oft gehabt. Ah, ein Einhorn-Patriarch. Ah. Habe ich schon so oft gehabt, die habe ich manchmal schon 6-mal im Inventar gehabt. Naja, so krass hatte ich es nicht, aber hatte ich auch schon. Normalen Skirmish hatte ich da auch schon 2-3 Helden mit. Ja. Ob da nichts Besseres gibt. Und geil ist natürlich so ein Ei irgendwie, dass dann irgendeine Via rauskommt. Na, ich hab ein mystisches Ei. So, das dauert eine Weile, oder was? Ja, kannst du dieses Ei beschwören als Magier? So. Dann dauert das 10 Runden. Und dann legst du im Inventar, oder was? Ja, das legst du in dein Inventar und in 10 Runden schlüpft irgendwas darauf. Irgendwas, na, das ist auch geil. Das ist auch cool. Frosch. Thorsten, der Ork-Zauberer, reitet auf einem Frosch. Kannst du uns theoretisch auch das Ei beschwören? Das müsste ich gleich mal ausprobieren, das ist eine gute Frage. Da. Das wäre auch eine coole Sache. Ja. Zwei Damage. Das hat gereicht. Reiter gegen Speerträger. Ah ne, Axt haben die. Axt, okay, alles klar. Das sieht ja fast aus wie Speere. Ja, das sah gerade so komisch aus. Ja, aber die normalen Schwertkämpfer haben eigentlich gegen die Kavallerie keine Chance. Gebäude war unverteidigt. Okay, jetzt kommen sie wieder von rechts. Dann reite ich mal nach Haus. Gehen wir durch den Wald. So, wie viele Kreuzritter haben wir momentan? Ein. Prediger kommen dann auch noch und dann kommen die Auserwählten. Dann kommt Neo von Matrix. Der wurde von Morpheus, dem Prediger, auserwählt. Morpheus, der Prediger, doch, hat was. Oha, alles Lanzen hier. Und ein... Ja, einmal Magier sind das. Ja, einmal Magier noch. Kettenblitz wäre, glaube ich, besser gewesen. Nee, konnte ich nicht casten, zu wenig. So, Mana. Mana, genau. AMMA. Nee, ich kann keine Bogenschütze mit. Scheiße. Fuck. Das ist ein Fehler in der Matrix gerade, ey. Ey. Cool, es gibt eine neue Pistole mit dem 04er Update, ne? Geil. Achso, du meinst jetzt hier. Sind die Patchdogs draußen oder was? Nee, aber irgendeiner hat hier schon ein paar Sachen so geschrieben, also was definitiv drin ist. Ein Jogginganzug auch? Mhm. Ein Jogginganzug. Ja, weil auf dem. Der Crossbow plus Bow. Okay. Also Bogen und Armus. Aber Hunting nicht, oder was? Warte, Fireplace, fixes neue Player Mouse Control. Ja, Fireplace wäre ja schon mal der erste Anfang dafür. Aber hier steht noch nichts unglaublich. Von der Jagd steht noch nichts drin. Hm. Tot. Der Schweine. Ja, die wissen, wen sie angreifen müssen. Oh.
So. Okay, jetzt So. Beschwert ein Ei, das zufällig ein zufälliges Reittier enthält, welches nach 10 Runden schlüpft. Theoretisch müsste ich das bei euch auch casten können. Das wäre cool. Das wäre geil. Mach's jetzt mal bei Basti. Oder bei dir. Ja, oder bei mir. Ja, knobel drum. Ach, mir egal. Kannst du, versuch einfach erstmal das mal zu beschwören. Bei wem ist ja egal. Einfach mal um zu gucken, ob es geht. Ja. Fände ich echt lustig, wenn es gehen würde. Oh, da oben ist noch eine Stadt. So, 2 Runden brauche ich, bis der Zauber aktiv ist. Belohnung nehmen. Habe ich die nicht genommen? Doch, jetzt habe ich sie. Da rein. Ah, ich brauche noch mehr Truppen. Ah, gerade wenn ich meine Truppen bauen wollte. Ach, das wird jetzt richtig, richtig, richtig hässlich. Ui! Was ist das denn, Alter? Alter. Ach, hässliche Sachen. Gespenstische Schrecken. Alter. Alter! Okay. 99 Leben? Ja. Ja, das ist der Rest aber Dreck, was die haben, Alter. Ja, aber die reichen ja auch schon, ne? Die ja. Schon. Ist das ein Held? Nee. Er ist einfach so ein Unabhängiger. Alright. Aber gut, du hast. Ritter. Oh, zweimal Ritter. Musketiere. Ich glaube, du kannst dich von deinem Helden verabschieden. Wenn du Pech hast. Mal gucken. Oh, schön. Musketiere sind ja geil, ey. Ist das vom Technokrat denn, was? Ja. Das ist geil. Oh, scheißegal. Der hat halt, wie gesagt, diesen Technokrat-Vorteil. Das ist so geil. Guck mal, der Rauch, wie der sich auch verzieht, ne? Schick aus, ey. Ja, das ist schon wirklich ein verdammt geiles Spiel gemacht. Ja. Vor allem, es ist ein bisher, glaube ich, es ist ein würdiger Nachfolger. Also haben sich die 11 Jahre oder fast 12 Jahre gelohnt. Ja, ich find's auch besser als Heroes, also. Ich auch. Das löst Heroes einfach mal ab. Ja, das finde ich auch definitiv so. Panisch, ach du Gott. Ist egal. Ich fand Age of Wonders 2 schon besser als Heroes 1 und 2. Der dritte war schwer, hat sich so die Waage gehalten. Aber wie gesagt, hier mit denen haben sie natürlich ordentlich was gezaubert. Ne? Hm. Schrecken. Die Viecher sind heftig. Oh, übel, Alter. Oh, Alter, okay. Was? Es gibt Regen. Oh, betreut. Oh, hast wieder Stand. Das sieht nicht gut aus. Pisst euch. Krasser Kampf. Ja, das kannst du wohl sagen. Das ist voll der heavy shit, ey. Welche Stufe sind die überhaupt? Ah, 4. Ja, die sind mit 99 Leben. Müsste 4 sein, ne? Heftig. Stufe 4, 2 Stücke. Hm. Da muss ich mehr, wenn Magier die beschwört wird. Das ist ja geil, ne? Das ist krass, Alter. Die 2 mit 99. Boah, Alter. Ziel wird zurückschlagen? Obwohl ich Fernkampf mache? Ach komm, soll ich euer Ernst, Alter. Ja doch, vielleicht durch seine Tentakel oder sowas. Ach, ich kann gar keine. Ach nee, weil ich meine Musketen nachladen müssen. Fuck it. Ist natürlich schön, ja. Alle was? Oh. Jetzt ist. Alter! Oh Mann. Das war. Ja. Warum hab ich sie nicht tot gemacht? Ich kann so spucken gerade. Naja, egal. Ach, darum muss ich sowieso Schluss machen. Okay.
Muss morgen wieder früh raus, ne? Ja. Aber machen wir nächstes Mal weiter, denn. Ich glaube sowieso nicht, dass das wir morgen eine Viererrunde zustande kriegen. Also ich denke mal eher, dass wir wieder drei sind. Und dann können wir weiter zocken. Alter Schwede. Das ist pervers. Und weg. Das ist geil, dass es geht, ne? Dass du einfach, einfach rausreitest und weg sind sie. Flüchten, das ist immer gut. Das ist, ne, ich meine, bevor die sinnlos untergehen, ist ja richtig. Naja. Na, lieber zurückziehen. Naja, vor allem, wenn du Einheiten hast, die vom Rang her schon Elite sind oder so. Ja. Trotzdem auch die Fresse kriegen dann. Ja, lieber gut. Noch mit zwei Rittern überleben. Speichern wir erstmal ab, oder was? Ja. Einstellung verändert sich zu eher böse, ja, natürlich. Du müsstest leider noch das Achievement kriegen. Das muss man noch schnell mit dem Ei ausprobieren, also nämlich das durchkosten. Na, dann macht jetzt die Runde zu Ende, dann, weil ich keine Lust zu warten ist. Warte, zuck. Bin ich jetzt beim Ding gerade mal in der Hauptstadt, glaube ich. Also, muss man warten, Ding. Ja, warte, ich bin gleich fertig. Gut. Da oben ist der Digi. Eine Runde braucht's jetzt noch, ne? Oder geht's jetzt? Nee, ich geht jetzt. Achso. Na, ja, dann mach mal. Da ist es. Da, da ist es. Das sammle ich jetzt einfach auf, ne? Genau. Okay. Und dann brütest du's aus. Genau, gleich in der Stadt. 10 Runden und dann kriegst du ein mystisches. Oh, ist doch ein mystisches sogar geil. Ja, ja. Alter. Dann speichern wir erstmal, oder was? Jo. Kannst du mir dann auch eins nächstes Mal beschwören? Kann ich machen. Subi. Alles klar, dann speichert Thorsten. Genau, Thorsten speichert. Thorsten ist ja unser Host. Gespeichert und raus. Alles gespeichert, genau. Na dann. Ja. Gut, dann gehe ich auch raus. Dann sag ich mal bis morgen Abend. Jo. Ja, alles klar. Und ja, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Gut. So, das war die erste kleine Runde. 3 vs 3 mit meinen zwei guten Freunden. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und die nächsten Tage wird die Partie fortgesetzt und dann kommt weiteres Videomaterial. Okay, bis dann.